Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag zu einer neuen Ausgabe von Update Wirtschaft. Wir erklären Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und der Finanzwelt, und zwar direkt hier vom Frankfurter Börsenparkett. Heute geht es um die anstehenden Lohnverhandlungen, um die Tarifverhandlungen. Droht die berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale, das Gespenst der 70er. Die Preise steigen immens, vor allem die Energiepreise, das betrifft uns alle. Der Staat plant weitere Entlastungen. Auch darüber sprechen wir. Und wie die Sanktionen gegen Russland das Reisen, das Fliegen beeinträchtigen. Tja, wer heute fliegen will, der hat ganz einfach Pech gehabt. Denn an 8 Flughäfen in Deutschland, darunter auch hier in Frankfurt, dem größten, wird gestreikt. Das Sicherheitspersonal streikt. Wir brauchen eine gute Gehaltserhöhung. Die aktuellen Preisentwicklungen lassen hier eine Lohnzurückhaltung nicht zu. Die Kollegen haben jetzt hier eine schwere Zeit. Von denen konnte keiner ins Homeoffice gehen über Monate. Die waren sozusagen an der Corona-Front. Also die Lohnforderungen orientieren sich an den derzeit steigenden Preisen, an der Inflation. Droht jetzt tatsächlich eine Lohnpreisspirale? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Marcel Fratscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DIW. Herzlich willkommen, guten Morgen, Herr Fratscher. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich Sie fragen, wir sind gerade in der Zeit der Tarifverhandlungen, die Erzieherinnen, da geht es um die Erzieherinnen, es geht auch um die Chemie und die Pharmabranche, da laufen auch aktuelle Verhandlungen. Drohen im Moment die härtesten oder vielleicht die schwierigsten Tarifverhandlungen seit langem? Ja, kann gut sein, dass wir sehr, sehr schwierige Tarifverhandlungen vor uns haben. Denn auf der einen Seite darf man nicht vergessen, eine Corona-Pandemie ist jetzt seit 2 Jahren da. Wir haben es eben im Beitrag gehört, viele Menschen leiden. Viele Menschen sind extrem belastet. Die Löhne sind nicht sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. Hinzu kommt die hohe Inflation, die eben letztlich vielen Menschen das Geld aus der Tasche zieht, ohne dass sie einen höheren Lebensstandard haben. Und als drittes darf man auch nicht unterschätzen, gibt es immer stärker einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, die Unternehmen haben eine schlechtere Verhandlungsposition, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine stärkere Verhandlungsposition. Mhm. Auch das merkt man jetzt zunehmend in diesen Tarifverhandlungen. Die Frage ist natürlich, wie groß darf der Schluck aus der Pulle sein? Aber wenn man wirklich sieht, die Energiekosten sind immens gestiegen. Allein seit Ausbruch des Krieges um 27%. Die Lebensmittelpreise steigen. Aldi hat Preissteigerungen angekündigt, da werden andere nachziehen. Also ein großer Schluck aus der Pulle ist ja eigentlich angemessen. Ja, das aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es natürlich angemessen. Man möchte für die Arbeit, die man leistet, jetzt nicht weniger Geld bekommen. Denn das ist ja das Resultat. Wenn die Inflation bei 7% liegt, also ihre Kaufkraft ihres Einkommens sinkt um 7%, sie haben aber beispielsweise nur in Anführungszeichen eine Lohnsteigerung von 3%, dann stehen sie ja am Ende des Jahres mit 4% weniger Kaufkraft ihres Einkommens da. So gesehen ist es gerechtfertigt. Auch gerechtfertigt, muss man sagen, ist, dass diese Anstiege, die Inflation, das ist ja kein schwarzes Loch. Die höheren Preise kommen ja irgendjemandem zugute. Und zwar nicht nur Herrn Putin und Russland, wo wir eben sehr viel Gas und Öl herbeziehen, sondern eben auch anderen Unternehmen, auch in Deutschland, die Nahrungsmittel herstellen, vertreiben, andere Produkte, deren Preise jetzt stark steigen. Und da geht es eben darum, dass diese Preissteigerungen möglichst auf viele Schultern verteilt werden, eben auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist sicherlich verständlich. Aber man muss eben auch sagen, viele Unternehmen leiden genauso wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben nichts von den höheren Preisen. Darüber sprechen wir gleich noch. Wie hoch sind denn die Forderungen im Durchschnitt? Worüber sprechen wir denn gerade? Was steht denn an in diesen Tarifverhandlungen? Wir müssen mit einer Inflation in diesem Jahr irgendwo zwischen 5% und 7% rechnen. Und das ist, wenn das ist das optimistische Szenario. Das heißt, nichts mehr schief geht, wenn der Krieg nicht weiter eskaliert, wenn es nicht noch zu einem Öl- und Gasembargo aus Russland kommt und viele andere Risiken, die da sind. Das heißt, die Gewerkschaften, und das erwarte ich sehr fest, werden sich an dieser Zahl orientieren und werden sagen, sie möchten mindestens den Ausgleich der Inflation. Also sie möchten mindestens, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Ende des Jahres
von der Kaufkraft her einen Inflationsausgleich haben, also nicht schlechter gestellt sind. Das ist ja eine völlig verständliche Forderung. Und damit rechne ich, dass sich viele Gewerkschaften eben an den Tarifverhandlungen orientieren werden. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in diesem Jahr die Erhöhung des Mindestlohns von 9,60 Euro auf 12 Euro. Das ist also ein großer, großer Anstieg. Das betrifft über 10 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt davon profitieren. Das halte ich übrigens für sehr, sehr wichtig. Denn wenn man über Inflation spricht, dann sind es ja vor allem Menschen mit geringem Einkommen, also gerade die Mindestlohnbezieherinnen und Bezieher, die hier besonders stark leiden. Deshalb sehe ich diesen Schritt, dass man den Mindestlohn anhebt, für dringender denn je. Denn das kompensiert die Menschen am unteren Ende viel besser, als jeder Tankrabatt oder jede Spritpreisbremse das tun kann. Und deshalb muss man eben hier aus Ausgewogenheit und muss eben auch gerade auf Menschen mit geringem Einkommen schauen. Da werden wenige widersprechen, aber andere sagen, auch das treibt, also auch der höhere Mindestlohn, der dann wieder sich fortsetzen wird und vor allen Dingen die höheren Tarifforderungen, die Sie jetzt genannt haben, die Sie ins Spiel gebracht haben, das treibt die sogenannte Lohnpreisspirale an. Das heißt, über die höheren Löhne werden die Preise wieder steigen, weil die Unternehmen das weitergeben. Und das ist das Gespenst der 70er Jahre. Dann wird die Inflation noch weiter angetrieben. Das ist doch ein Schreckgespenst. Die Lohnpreisspirale ist dann ein Schreckgespenst, wenn wir hier über 4-5 Jahre reden. Also höhere Preise führen zu höheren Löhnen. Dann sagen die Unternehmen, oh, jetzt müssen wir aber die Preise noch stärker erhöhen, weil die Löhne sind gestiegen. Dann sagen die Gewerkschaften, oh, jetzt brauchen wir aber wieder höhere Lohnsteigerungen. Und dann setzt sich das über viele, viele Jahre fort. Ich glaube, man muss eben unterscheiden, wenn man jetzt wirklich eine einmalige Anpassung macht, wenn man sagt, wir haben jetzt eine hohe Inflation, wir müssen nicht unbedingt davon ausgehen, dass Energiepreise auch im nächsten und übernächsten Jahr so stark steigen werden. Hoffentlich ist irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir wissen es nicht, aber man muss, also ich finde eine Forderung nach Mindestlohn, deutlich höherem Mindestlohn und auch einer ordentlichen Tarifanpassung, der einmalig ist und dadurch eben auch vielleicht noch 2023 zu höherer Inflation führt, für ausgewogen. Man muss eben eine gesunde Balance finden. Die Gefahr ist, man muss dann eben auch irgendwann aufhören und sagen, so, jetzt gehen wir wieder zu einem normalen Regime, zu normalen Tarifverhandlungen und Forderungen zurück. Und dann würde das bedeuten, man hat eben eine einmalige Anpassung von Energiepreisen, Nahrungsmittelpreisen auf der einen Seite. Also Einmalzahlung wäre das dann, eine Einmalzahlung, die jedem dann zugutekommt. Das könnte eine Option sein, dass man sagt, man macht eine Einmalzahlung oder man macht eine einmalige Anpassung. Mhm. Also man erhöht jetzt eben die Löhne mal einmal um 6-7% und sagt dann aber auch, wir verstehen, in den kommenden Jahren wird es dann wieder eine geringe Forderung geben. Also dass man nicht jetzt schon für die nächsten 3 Jahre jährliche Anpassung von 7-9% versucht. Das, glaube ich, würde eben eine Gefahr, eine solche Spirale verursachen. Deshalb braucht es hier Augen, dass man eben ein Augenmaß behält. Was ist sinnvoll, um so eine Spirale zu verhindern? Ist natürlich sehr verlockend, wenn man jetzt die Löhne einmalig sehr stark anhebt, dass sich das verstetigt. Aber es scheint tatsächlich sozusagen Augenmaß zu herrschen, zumindest in der doch wirklich sehr wichtigen Chemie- und Pharmabranche. Dort hat man sich noch nicht ganz geeinigt, aber will man eine Brückenlösung finden, einen Teilabschluss, der genau das berücksichtigt. Das könnte ja dann als Modell auch für andere dienen. Ja, das ist wichtig, dass man so einen Kompromiss findet. Denn es kann ja auch nicht im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, dass das eigene Unternehmen, die eigene Branche in Schieflage kommt. Wir dürfen nicht vergessen, hohe Inflation schadet letztlich allen. Es schadet den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern genauso wie den Unternehmen. Deshalb, glaube ich, muss man sich darauf besinnen. Es ist völlig richtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt eine Kompensation benötigen. Man muss eben gucken auch, was haben die Menschen geleistet in den letzten 2-3 Jahren. Und da kann, glaube ich, keiner sagen, dass es hier übermäßig hohe Lohnabschlüsse in den letzten Jahren gab. Gleichzeitig muss man eben auch diese langfristige Perspektive der Unternehmen mit im Auge behalten. Und das ist eben wichtig. Wir haben noch einen Akteur, der für die Inflation zuständig ist, nämlich die Europäische Zentralbank. Muss die Europäische Zentralbank nicht alles jetzt tun, um dieser Inflation Herr zu werden, um gegenzusteuern?
Neue Zentralbank kann nie etwas gegen Angebotsschock, also höhere Energiepreise weltweit, einen Krieg in der Ukraine tun. Das ist, glaube ich, allen ziemlich klar, dass eine Zentralbank Herrn Putin nicht stoppen kann und die Explosion der Ölpreise und Gaspreise nicht verhindern kann. Für eine Zentralbank ist es wichtig, immer zu schauen, was kann sie wirklich beeinflussen. Sie kann eine Lohnpreisspirale, muss sie mithelfen zu stoppen. Also klar, hier Zinsen zu erhöhen, zu sagen, wenn es eben zu einem Nachfrageboom kommt, eben durch höhere Löhne, dann muss sie letztlich eingreifen. Im Augenblick, wo eben dieser Angebotsschock, also höheren Energiepreise dominieren, wäre es fatal, wenn eine Zentralbank jetzt die Zügel anziehen würde. Dann hätte man nämlich doppelten Schaden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch Unternehmen. Dann hätte man auf der einen Seite eine höhere Inflation über höhere Energiepreise, woran eine Zentralbank, wie gesagt, im Augenblick nichts ändern kann. Und zweitens hätte man eine schwächere Wirtschaft, weil Unternehmen weniger investieren können. Es gäbe mehr Arbeitslosigkeit und dann wären die Menschen doppelt gestraft. Man hätte eine hohe Inflation und wenig Einkommenssteigerung. Und ich glaube, das will niemand. Sagt Professor Marcel Fratscher vom DIW. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Bei diesen hohen Preisen ist natürlich auch der Staat gefragt. Die Rufe nach Entlastungen, die sind sehr laut aus allen Ecken. Es geht aber vor allen Dingen um die normalen Bürger, die entlastet werden sollen. Darüber wird gerade in Berlin ganz, ganz heftig diskutiert, auch laut gestritten zwischen den Koalitionsparteien. Man hat noch keine Lösung gefunden, aber diese Woche soll tatsächlich ein neues Entlastungspaket stehen, glaubt man den Worten von Finanzminister Lindner. Der ist ja auch zum großen Teil dafür zuständig. Und Herr Lindner bleibt auch bei seinem vorgeschlagenen Tankrabatt, der ja auch heftig umstritten ist. Welche Entlastungen sind eigentlich sinnvoll? Wie sollen sie eingesetzt werden? Welche könnten kommen? Darüber möchte ich jetzt mit Professor Achim Wambach sprechen. Er ist Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung des ZEW. Und auch Ihnen einen guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Herr Professor Wambach, es ist ja schon ein Entlastungspaket beschlossen worden, nämlich eine Heizkostenpauschale für Menschen mit Wohnungszuschuss. Und es gibt eine erhöhte Pendlerpauschale, die wurde schon im letzten Jahr beschlossen. Treffen diese Maßnahmen die richtigen? Sind die sinnvoll? Sind die an der absolut richtigen Stelle eingesetzt? Ja, wir haben ja diesen hohen Anstieg schon vor dem Krieg gesehen. Er hat ja da schon begonnen und der zeichnete sich damals ab, weil wir halt eine sehr starke Nachfrage haben und dass dieser Effekt auch länger wirkt. Und dann war schon klar, wir müssen die ärmeren Haushalte unterstützen. Also nehmen wir die Heizkostenpauschale. Heizkosten machen etwa 5% des Haushaltsbudgets aus. Wenn die Heizpreise, die Gaspreise, die Heizkosten um das Doppelte steigen, dann sind wir schon bei 10%, beim Dreifachen 15% kann ja jeder ausrechnen. Das ist substanziell, das ist doch ein wesentlicher Anteil der Ausgaben. Und insofern war es doch sinnvoll, da auch gezielt die Haushalte zu unterstützen. Also die bedürftigen Haushalte und Pendler natürlich, die ja nicht auf ihr Auto im Moment zumindest noch nicht verzichten können. Aber in der Diskussion sind ja noch ganz andere Sachen. Ich nenne jetzt mal den Tankrabatt. Habe schon gesagt, dass es hoch umstritten ist. Wie stehen Sie dazu? Was halten Sie von einem Tankrabatt? Dass man also an der Tankstelle einen Rabatt direkt bekommt. Das ist doch eigentlich eine einfache Lösung. Genau, also jetzt kommt ja auf diesen Effekt, den wir schon vor der Krise hatten, jetzt dieser zusätzliche Anstieg durch den Krieg, durch die Teilembargos, den ja Russland auch im Energiebereich ausgesetzt ist. Und da ist eine hohe Unsicherheit. Also die Preise sind auch deswegen so hoch, weil da eine hohe Unsicherheit ist und keiner weiß genau, wie lange der Konflikt dauert, wie sich das entwickelt. Und die Frage ist, wie geht man mit dieser Unsicherheit um? Und ich glaube, da ringen jetzt auch in den Regierungsparteien genau diese beiden Effekte. Müssen wir die ärmeren Haushalte unterstützen. Heizkostenzuschuss ist ja bereits erhöht worden. Was ist da mit einem Mobilitätsgeld? Oder geht es eigentlich darum, dass dieser Anstieg so abrupt erfolgt ist und wir diesen radikale Änderung, die da gerade stattfindet, dass wir da den Übergang etwas sanfter hinbekommen müssen? Weil eins ist klar, langfristig werden wir höhere Benzin- und Dieselpreise sehen, allein durch die CO2
steuert den CO2-Preis da draußen. Das ist ja auch sinnvoll. Wir wollen ja auch mittelfristig eigentlich den Umstieg bekommen in E-Mobilität, in weniger sozusagen Straßenverkehr, vielleicht mehr Bahn nutzen, mehr Busse nutzen. Also das ist ja eigentlich gewünscht. Aber die Frage ist, ist es gewünscht oder es ist sicher nicht gewünscht, dass das so abrupt erfolgt. Mhm. Und das ist das, was wir gerade sehen. Es muss was getan werden, aber beim Tankrabatt habe ich selten erlebt, dass so viele Ökonomen und Ökonominnen sich draufgestürzt haben, herausgeschmissenes Geld, sozial ungerecht, mit der Gießkanne. Macht man der mehr falsch als richtig damit? Ja, ich kann die Kritik nur teilweise nachvollziehen. Also Frankreich hat einen Tankrabatt, die Niederlande senken die Mehrwertsteuer. In anderen Ländern wird die Energiesteuer gesenkt beim Tanken, also so, dass das Tanken billiger ist. Es ist schon gezielt, wenn man gezielt die Fahrer und Fahrerinnen entlasten will. Und das sind ja nicht nur Privatpersonen, das sind ja auch gewerbliche Fahrer, Taxifahrer, das sind Logistikunternehmen. Und hier sollte man auch sehen, also eigentlich würde man sagen, ja gut, wenn es teurer wird für die, dann sollen die Preise erhöhen. Aber so schnell geht das nicht. Die haben laufende Verträge, die müssen sich umstellen. Taxifahrer haben regulierte Preise. Also insofern gibt es hier doch einige Argumente, dass man sagt, das ist jetzt so abrupt, das müssen wir abfedern. Das spricht aber auch dafür, dass wenn man so einen Tankrabatt macht, dass er temporär ist, dass er eventuell auslaufend ist, weil es geht hier um das Abfedern dieser Preisspitzen, die wir jetzt sehen. Was halten Sie vom auch ins Spiel gebrachten Mobilitätsgeld oder die Grünen sprechen über ein Energiegeld? Wäre das vielleicht noch mal eine Maßnahme, um gezielter auf Menschen, die es eher brauchen, nicht der reiche, ich nenne es jetzt mal ein bisschen populistisch, SUV-Fahrer? Ja, also das Energiegeld ist ja schon länger in der Diskussion. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt jetzt mit diesem Effekt verbinden sollte, weil das Energiegeld geht ja an alle Haushalte oder so ist zumindest in der Theorie, dass es an alle ausbezahlt wird. Das Mobilitätsgeld soll gestaffelt sein, da hat man diesen sozialen Aspekt drin, aber nicht so zielgenau, weil man halt nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer damit trifft, sondern halt auch die Nichtfahrer, die dann dieses Geld bekommen. Die vielleicht ein Wort zu den SUV-Fahrern. Also die SUV-Fahrer machen 10-15% der angemeldeten, der versicherten Fahrzeuge aus. Mhm. Das ist eine substanzielle Gruppe, aber man sollte nicht die ganze Diskussion nur um die SUV-Fahrer gehen. Es geht um die Pendler, es geht die auf dem Land leben, es geht um die kommerziellen Betreiber. Und die müssen halt auch diese hohen Preise zahlen. Wenn Sie die Regierung jetzt beraten sollten, die ja auch unterschiedliche Stimmen hat, unterschiedliche Interessen vertritt, was würden Sie sagen, welche Entlastungen sollen wo andocken? Ja, die Hauptfrage ist, sollte man jetzt schon entlasten? Wir haben eine hohe Unsicherheit. Wir sehen aber auch, dass die Ölpreise sich wieder beruhigt haben. Wenn man sich die Forward-Kurve sich anschaut, also wie sind die langfristigen Ölpreise, gehen auch wieder zurück. Also ich denke, man hat noch etwas Zeit. Wir sind in der dritten Woche des Krieges. Wenn man was macht, dann in jedem Fall eine temporäre Maßnahme mit einem klaren Ende, damit man sich darauf einstellt. Weil, wie gesagt, mittelfristig wollen wir höhere Preise haben, mittelfristig wollen wir die Umstellung haben. Wir wollen, dass weniger Benzin und Diesel verbraucht wird. Ist übrigens auch gegenüber Russland die beste Sanktion. Wenn wir weniger Gas und Öl verbrauchen, dann verkaufen sie weniger an uns. Jetzt ist es natürlich auch so, dass egal welche Maßnahme beschlossen wird, das richtig ins Geld geht. Also Tankrabatt könnte so um die 6,6 Milliarden Euro kosten, nur für 3 Monate. Irgendjemand muss es bezahlen. Wir haben heute schon gehört, es geht auch um eine Debatte über höhere Schulden. 100 Milliarden sind da im Gespräch und noch mehr. Irgendjemand muss natürlich am Ende dafür bezahlen. Werden wir am Ende die dicke Rechnung bekommen über Steuererhöhungen, über Kürzungen? Ja, am Ende muss es bezahlt werden. Also es gibt nichts umsonst. Insofern ist das richtig, aber das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Wenn man zu früh, zu stark unterstützt, dann kommt man da nachher nicht mehr raus, weil es auch so eine gewisse Erwartungshaltung schürt. Und so würde ich das hier auch sehen. Also wir haben ja eine sehr hohe Inflation. Es ist ja nicht nur die Mineralölpreise und die Gaspreise, die steigen. Auch die Lebensmittelpreise steigen, auch andere Preise steigen. Und der Krieg ist erst am Anfang. Wer weiß, wie lange er sich fortsetzt, was wir noch an Preisspitzen sehen. Also wenn wir jetzt schon zu massiv intervenieren, da kommen wir auch nicht mehr von weg. Das spricht auch dafür, eher noch abzuwarten und vielleicht auch anzukündigen, dass wenn die Preise noch weiter steigen, das zu beobachten, dass man dann die Maßnahmen ergreift. Aber nicht sie jetzt sofort ergreifen, weil, wie Sie sagen, am Ende muss es bezahlt werden. Aber wo ist die Grenze?
Die Energiepreise sind am stärksten gestiegen, die Nahrungsmittelpreise steigen auch. Muss der Staat auch bei Lebensmitteln jetzt über was auch immer, Lebensmittelkarten auch unterstützen? Oder muss man auch ganz klar als Regierung auch sagen, hier ist die Grenze, das wird unterstützt, da machen wir was und hier geht es einfach nicht? Ja, also es kommt ja noch mehr. Also wenn der Krieg sich noch länger fortsetzt, ist auch eine Wirtschaftskrise nicht unwahrscheinlich. Dann werden wir wieder mehr auf Kurzarbeitergeld zugreifen. Wir werden Unternehmen unterstützen müssen. Also insofern, da kommt ein ganzes Maßnahmenkatalog, wenn es sich verschlimmert. Also das sind alles Wenn-Dann-Aussagen. Und insofern spricht doch einiges dafür, jetzt erstmal mit einer gewissen Vorsicht ranzugehen. Es ist temporär und dann nur, wenn es sich verhärtet, dann auch diese Maßnahmen zu ergreifen. Sagt Achim Wambach, Präsident des ZDW. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt auf die Märkte schauen. Die Märkte in Asien, in den USA, pardon, die waren als erste geschlossen gestern Abend. Und da stehen ja überwiegend Minuspunkte. Und zwar bei Dow Jones ein Minus von 0,6%, der Nasdaq ein Minus von 0,4%. Die S&P 500, der schloss unverändert. Das hat den Handel in Asien aber nicht beeinträchtigt. Denn dort ging es aufwärts, in Shanghai um 0,2%, in Hongkong um 2,2%, also richtig stark. In Tokio auch ein deutliches Plus von 1,5%. Und was macht der deutsche Aktienmarkt daraus? Der DAX steigt ebenfalls und zwar um 0,8% auf 14.439 Punkte. Ganz genau, das ist der aktuelle Stand. Ja, und der Krieg in Russland, der beeinträchtigt alles zurzeit, auch das Reisen. Und dabei hatte die Reisebranche eigentlich gedacht, dass nach diesen zwei harten Corona-Jahren es endlich wieder aufwärts geht. Es gab auch bis kurz vor dem Krieg Lichtblicke, auch für die Mitarbeiterinnen, die Beschäftigten in dieser Branche, sei es bei Airlines, sei es bei Hotels, bei Veranstaltern. Aber diese Hoffnungen wurden durch den Krieg, der jetzt in Europa herrscht, doch ziemlich zunichte gemacht. Die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, die betreffen natürlich auch das Reisen, das Fliegen vor allen Dingen. Aber wir hören ja auch täglich von stark steigenden, galoppierenden Preisen. Darüber haben wir ja auch gerade gesprochen. Und das könnte natürlich die Reiselust wieder verderben, beeinträchtigen, es schwieriger machen zu reisen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Susanne Tappe. Sie ist zugeschaltet aus Hamburg, aus der Wirtschaftsredaktion des NDR. Ja, Frau Tappe, vergeht jetzt die Reiselust der Deutschen? Wird das Reisen schwieriger? Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, Sie haben ja gerade schon umfangreich darüber berichtet, dass viele Leute gerade ihr Geld stärker zusammenhalten, auch angesichts der gestiegenen Heiz- und Spritkosten. Und gleichzeitig steigen die Flugpreise, was natürlich das Reisen unattraktiver macht. Das liegt zum einen am gestiegenen Ölpreis, ganz klar, aber nicht nur. Es liegt zum Beispiel auch daran, dass Flugzeuge, die nach Fernost wollen, gerade große Umwege fliegen müssen, weil sie eben den gesperrten Luftraum über Russland nicht passieren dürfen. Und es liegt aber auch daran, und an der Stelle beißt sich die Katze ein wenig in den Schwanz, dass wenn die Airlines weniger Fluggäste erwarten, sie oft die Preise für das einzelne Ticket anheben, damit sich der Flug insgesamt für sie noch lohnt. Also Preise anheben, wird also noch schwieriger, noch teurer zu reisen. Auf der anderen Seite kann man schon beziffern, was das für die Airlines bedeutet, was es die Airlines kostet. Ja, abschließend beziffern kann man das noch nicht, aber man sieht schon Schlaglichter, die auf diese Auswirkungen geworfen werden. Zum Beispiel die Bilanzpressekonferenz der Lufthansa. Die war extrem optimistisch in dieses Jahr gestartet und will jetzt nicht mal mehr die Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht stellen. Mhm. Und das liegt unter anderem eben daran, sagte Konzernchef Spohr, dass wegen der Luftraumsperren über der Ukraine und Russland zurzeit einstellige Millionenverluste entstehen für den Konzern und das jeden Monat. Das liegt auch daran, dass die Passagiere aus der Ukraine und Russland fehlen. Wäre jetzt nicht Krieg, dann würde die Lufthansa aus diesen Ländern täglich 4.000 Passagiere transportieren. Im Moment ist es so, dass 90 Flüge pro Woche einfach ausfallen. Also auch da gibt es Einbußen für die Airlines. Kommen wir noch mal auf die deutschen Reisenden zurück. Wenn man jetzt einen Flug bucht, da muss man viel Geld bezahlen. Aber umgekehrt können die Veranstalter, die Airlines auch rückwirkend höhere Preise verlangen, weil die in die Höhe gehen?
Also wo das tatsächlich möglich ist, das hat mich auch überrascht, das ist im Falle einer Pauschalreise, die man bereits gebucht hat. Da würde man ja denken, man sei jetzt vor nachträglichen Preiserhöhungen sicher. Dem ist aber nicht so, denn es gibt wohl in den Verträgen manchmal Klauseln, die eben sagen, wenn sich die Bedingungen maßgeblich verändern, dann kann der Preis noch erhöht werden. Ich habe darüber gesprochen mit den Verbraucherzentralen in NRW und in Rheinland-Pfalz. Die sind für das Thema Reisen die Spezialisten. Und da sagte man mir, dass sie davon ausgehen, dass in den Verträgen der meisten großen Pauschalreiseanbieter tatsächlich solche Klauseln drinstehen. Allerdings sind Preiserhöhungen gedeckelt rechtlich auf maximal 8% des Reisepreises. Und viele dieser Klauseln sind so, wie sie formuliert sind, rechtlich unwirksam. Das Frau Tappe, heißt, ich muss Sie an der Stelle leider unterbrechen. Sollte man das nochmal checken. Ja, genau. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen, die natürlich nicht viele Lichtblicke bergen. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Sie, an die Zuschauerinnen für Ihr Interesse.